Hallo zusammen. Zum Thema Text in GeoGebra. Wenn die Schrift hier oben zu klein ist, so kann man sie größer stellen unter Einstellungen, Klick, Schriftgröße. Ich wähle hier zum Beispiel die 18, Klick und schon ist die Schrift größer. Bei Präsentationen in GeoGebra finde ich es sehr lästig, dass diese Quick-Infos hier immer so schnell erscheinen. Das kann man vermeiden unter Einstellungen, Klick, Erweitert, Klick. Man geht dann auf diese Seite Eigenschaften Layout, Klick und schaltet hier die Hilfe für die Werkzeugleiste anzeigen ein. Klick. Ich schließe das Fenster. Hier oben haben wir jetzt die Hilfe und die Quick-Infos, die erscheinen jetzt nicht mehr so schnell. Was auch lästig ist, das ist, wenn man zum Beispiel bei solch einer Präsentation scrollt oder die Seite verschieben muss, dann ist der Titel weg. Genau das ist mir im Tutorial GeoGebra 005 passiert. Um das zu vermeiden, machen wir Folgendes. Rechtsklick auf diesen Titel und jetzt Klick auf absolute Position am Bildschirm. Klick. Wenn wir jetzt nochmal die Seite verschieben, dann stellen wir voller Freude fest, dass der Titel schön da bleibt, wo er sein soll. In GeoGebra kann man auch Formeln eingeben. Das macht man durch den Befehl Text. Ich klicke, Klick. Jetzt klicke ich irgendwo auf der Grafikseite, Klick. Und in dem sich öffnenden Fenster kann man hier LaTeX-Formel aktivieren. Klick, geben wir zum Beispiel die Formel zum Kreisintegral ein. Dazu klicken wir hier, wählen in Summe und Integrale das entsprechende Symbol aus, Klick. Hier oben steht die LaTeX-Formel und da unten steht das, was auf dem Bildschirm erscheinen wird. Also, als untere Grenze geben wir 0 ein. Als obere Grenze geben wir R ein. Im Integral selbst geben wir Quadratwurzel aus R² minus x² ein. Dazu brauchen wir also die Quadratwurzel, Klick. Und als Radikant lassen wir nicht x, sondern geben ein R² minus x². Dahinter schreiben wir dann dx, ganz hinten schreiben wir ist, jetzt kommt der Bruch πr² Viertel. Dazu brauchen wir also einen Bruch, Klick. Der Zähler ist πr². Um Pi zu erhalten, drücken wir die Alt-Taste und halten sie gedrückt und jetzt tippen wir auf P. So erscheint das Pi. Jetzt noch R² und der Nenner statt klein b wird dann 4. Unsere Formel ist somit fertiggestellt. Wir brauchen nur noch durch OK zu bestätigen und da ist sie auch schon, unsere Formel. Durch Rechtsklick auf diese Formel kann man sie natürlich formatieren, wie man es gerne hätte. Zum Beispiel gibt man ihr eine gewisse Farbe. Der Text kann auch etwas größer erscheinen, ganz nach Belieben. Wir schließen das Fenster. Voilà. Kommen wir jetzt zum Thema statischer Text und dynamischer Text. Dazu stelle ich zuerst mal einen Schieberegler her. Da ist er auch schon. Und jetzt geben wir in der Eingabezeile zuerst einen statischen Text ein, das heißt ein Text, der sich nicht verändern wird, so wie dieser Titel hier. Das ist ein statischer Text. Hinter Anführungszeichen schreibe ich zum Beispiel der Wert von A ist Leerstelle, Anführungszeichen, das ist der statische Text. Jetzt folgt der dynamische Text. Beide werden aber getrennt durch das Pluszeichen. Also jetzt zuerst ein Plus
Und jetzt schreibe ich den Buchstaben A. Bestätige diese Eingabe mit Enter. Und da ist er, unser Text. Damit man ihn besser sieht, mache ich ihn etwas größer. So. Okay. Und wir stellen fest, hier ist der statische Text, der Wert von A ist mit der Leerstelle. Hierhinter steht aber nicht der Buchstabe A, den ich eingegeben habe, sondern der Wert von diesem A. Wenn wir jetzt hier oben am Schieberegler den Wert von A umstellen, so erkennen wir, was das eigentlich heißt, dynamischer Text. Der Wert von diesem Text wird je nach Gegebenheit angepasst. So viel zum Thema Text in GeoGebra. Als passende Aufgabe dazu schlage ich vor, diese Präsentation vorzubereiten, in der die Zahl E anhand von diesem Schieberegler und anhand von diesem Grenzwert berechnet wird. Schaut! Statischer Text, dynamischer Text. Ich wünsche viel Spaß!